Aufstieg! Hey ho, viel Spaß und viel Schokolade hier im Fußballmanager 13 SB mit den Zebras! Endlich, der Aufstieg ist gepasst, wir haben den letzten Punkt gut gemacht, 3 Punkte geholt sogar gegen FC St. Pauli und das war der Aufstieg der MSV Duisburg, die Zebras, MSV Duisburg. Zebras, was auch immer, immer wieder schön toll, denn wir sind aufgestiegen in die erste Liga. Wir spielen nächste Saison erstklassig und versuchen da uns durchzukämpfen, uns um jeden Quadratzentimeter hier durchzufressen. Und wir müssen oder dürfen jetzt endlich mal damit rechnen, dass wir hier endlich erstklassig spielen und dass wir vor allen Dingen die ganzen Aufgaben, die jetzt das gesteigerte Aufkommen, die gesteigerten Erwartungen erfüllen können von unseren Fans, aber das Geld lockt jetzt endlich. Ja, gehen wir nochmal Golf spielen? Ja, Golf spielen, so. Nächster Gegner, FC Union Berlin, das ist nur noch Formsache in dem Sinne. Relativ wurscht, denn wir haben es geschafft. Nichtsdestotrotz können wir nochmal ein paar Spielern aus unserer Mannschaft hier die Chance geben, sich nochmal zu präsentieren zum Schluss. Vielleicht nochmal den jüngeren Spielern oder den Spielern, mit denen wir verlängert haben, noch ein bisschen Einsatzzeit gewähren können, Erfahrung gewähren können. Das ist schön, denn wir können jetzt auch mal langsam auch anfangen, ein wenig das Training umzustellen später, damit die nochmal richtig angreifen bei ihren individuellen Trainingszielen. Sonstiges, individuelles Training. Zweite Mannschaft. So, haben wir das nochmal rein da. Jetzt müssen wir natürlich mit der Zeit schauen, wie es jetzt richtig aussieht, mit wem wir jetzt nochmal verlängern oder nicht. Ich habe natürlich schon mir so einen Plan im Kopf zurechtgelegt, mit wem ich im Endeffekt nicht verlängern möchte. Branimir Baye steht da zum Beispiel drunter. Dann, was mit Jasula? Ja, gibt es definitiv, auch wenn er geschockt ist. Es wird da Verstärkung geben. Und das sind auch mal Trainingsziele erreicht. Ja, wir müssen halt richtig angreifen, versuchen die Mannschaft in unseren Möglichkeiten zu verstärken mit vielleicht Perspektivspielern, die wir aufbauen können, die nicht so viel am Anfang kosten und vor allen Dingen die uns weiterbringen. Burak Bayram, yes, das kommt auch noch dazu. Wunderbar, Burak Bayram ist bei uns oder spielt für uns. Nächste Saison wird 500.000 Euronen kriegen, Stärke 65, ausbaufähig, aber man muss auch mal so sehen, der Junge ist erst 18 Jahre alt, also das wird nochmal richtig Granate hier mit dem, hoffe ich. So, da hat er sich auch schon gut durchgekämpft. So, und deswegen haben wir da nochmal was rein. Fernschuss ist ganz gut eigentlich, als Stürmer. Ja, das lassen wir mal so, glaube ich. Obwohl der Spielertyp Dribbler ist, da hat er natürlich Ballkontrolle und Dribbling relativ hoch jetzt für seine Werte. Jasula ist geschockt, verliert 5 Selbstvertrauen und Moral. Komm, reg dich ab, Junge. Was meinst du denn? Wir spielen jetzt erstklassig, da müssen wir richtig Leute ranholen. Vor allem will ich nicht mit Damoschiski verlängern. Sei doch froh. Ich würde jetzt einen wahrscheinlich für deine Position nur einen verpflichten. Ja, aber man muss es auch mal so sehen, ja. Du kämpfst derzeit gegen 2 Leute und die 2 Leute gehen. Das heißt, es kommt nur einer nach. Das ist doch vorteilhaft für dich. Reg dich mal ab. Dass die immer so total schockiert sind, wenn er verlängert wird. Beziehungsweise wenn da neue Leute dazukommen. Ja, ich denke da nämlich so, gewissen Anreize muss man den Spielern auch so setzen, dass sie nicht nur sag ich mal, eine Garantie vielleicht haben, ja, sondern dass auch junge Spieler vielleicht von hinten nach vorne stürmen und vielleicht den Jungs da in der ersten Mannschaft beziehungsweise auch auf den Stammpositionen, auf den Stammplätzen da einfach mal ein bisschen Druck machen. Die Jungs müssen ja auch mal richtig hier in den Wettbewerb rein. So, Zille Abdullah kann ich wieder reden. Wie schon angesprochen, mit manchen kann man mehr reden, mit manchen weniger. Hier Schukalo und Zele Abdullah 15 Mal geredet, mit dem Werten Brandi nur 9 Mal oder 10 Mal. Weil, ist so. Das Spiel gibt das so vor, ich habe keine Ahnung, warum das manchmal so ist.
Auch mit der Teamdynamik-Punktzahl, die stimmt auch nicht so wirklich immer. Die schwankt mir zu sehr. So, guck mal nochmal rein hier. Die Jungs aus der zweiten haben dann schon ein paar Mal gewonnen jetzt in letzter Zeit oder ein paar Punkte gut gemacht. Bloß zu spät. Viel zu spät. Ja, die hätten mal lieber angreifen sollen innerhalb der Saison und nicht zum Schluss hin, wo die ganze Sache schon gelaufen ist. Aber das müssen wir so hinnehmen. Da müssen wir auch eine ganz neue Mannschaft quasi aufbauen. Mit Spielern vielleicht, die da besser reinpassen in das System. Ein bisschen Geld in der Hand nehmen. Punktuell verstärken und vielleicht einige Spieler da nochmal hervortun oder hervorbringen. Weil wir wollen ja auch irgendwann mal den ganzen Verein gesunden. So, Reserve spielt 1 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf 2. Und Mandjangu ist verletzt. Wunderbar. Yolasan erreicht neue Trainingsstufe, genau. Erfahrungsstufe wollte ich eher sagen. So, Regionalliga West 1 zu 1. Aber sieht schon mal ein bisschen besser aus, als die ganze Zeit sich hier 4-0 einschenken zu lassen. Komischerweise. Ja, Christa Kleiven habe ich mir mal angeschaut, weil der Vertrag von ihm ausläuft. So, was mit Jasula? Ist gelb gesperrt oder gelb-rot gesperrt? Ach ja, hat ja eine rote Karte gekriegt im letzten Spiel. Das heißt, rückt das Monko Babic auf die Bank und der Domoschiski in die Anfangsformation. Und Dustin Bomheuer müssen wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen Spielzeit geben. So, damit er auch wieder reinkommt. Derzeit auf eine 66 ist das auch schon mal nicht schlecht. Wer mir besonders gut gefällt, ist der Zele Abdullah. Aber schaut euch doch mal die ganze Form, die Moral an. Er sieht ja euphorisch durch den Aufstieg. Außer zwei, drei Leute. Außer zwei. Wir haben Domaschewski und Bamic. Das ist mir relativ egal. Der Rest ist sehr gut drauf. Sören Brandy könnte da auch nochmal ein bisschen hier zulegen. Aber mit dem konnte ich ja nicht reden. Und das geht doch richtig ab hier. Das geht doch richtig ab. Dann kann der Union Berlin kommen. Oder fahren wir zur Union Berlin? Ich glaube, wir fahren. Ja, wir fahren dahin. Das letzte Spiel ist dann gegen SC Paderborn auswärts. Auswärts zu Hause. In der Schauinsland-Reisen-Arena nochmal richtig Party machen zu Hause. Den Aufstieg feiern mit unseren Fans. So, Navigation lernen wir nochmal und starten wir nochmal den Wochenablauf. Weil wir wollen ja ein bisschen weiter vorrücken. Es sind nur noch wenige Folgen bis zum Monats- oder beziehungsweise Jahreswechsel. Und dann wollen wir ja auf jeden Fall angreifen in der neuen Saison. Wir müssen definitiv neue Spieler noch verpflichten. Wesentlich bessere Spieler verpflichten, die mehr Potenzial haben. So, Union Berlin. Nein, das ist nicht die Auflaufmusik von Union Berlin. Das kommt alles noch zur neuen Saison rein. So, Mike Kibbel fällt aus. Kapselprellung. Schöne Sache. Ferdi Akacza, erreicht Trainingsziel. Sponsor zahlt Bonus. Wegen dem Aufstieg. So, zwei Vereine haben mit mir Lust, mich zu verpflichten, aber Stefan Henn will ja nicht mit mir reden, dann geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. So nicht, so nicht. Mit dem hätte ich ja noch vielleicht verhandelt, damit er dann auch mal nächste Saison für die zweite Mannschaft spielt, aber will nicht. Er will nicht, dann will er halt nicht. So ist es. So, hier müssen wir noch ein bisschen angleichen. Warum hast du denn keinen Mentor? So, genau wie Fabian Maas. Delka, auch kein Mentor. Haben die keine Trainingsziele oder was? Was mich auf jeden Fall freut, Burak Bayram hat unser Angebot angenommen. Das ist natürlich nicht, erstmal nicht einfach, hier die ganze Mannschaft da oder Spieler zu verpflichten hier. Die wollen nämlich schon richtig Geld sehen. Richtig Geld. So, und hier kriegt er den Brandy mal zur Seite gestellt, der Brandy Lurenz. Brenzis. Haben wir schon Trainingsziele? Haben wir gar nicht eingestellt. Ja, dann ist klar. So, Torriecher. So, haben wir den noch da? Ja, Schusskraft ruhig. Dann geht steil, ist der. Deswegen Ballkontrolle und Dribbling ist gar nicht so schlecht. Und Manndeckung. Nein, Scherz. Schnelligkeit, so.
Haben wir noch ein bisschen was drauf hier. 55. So, und dann geh mal richtig ab hier. Folglich ist ja Brandy nicht mehr geeignet. Dann geben wir dem Maribaki. So. Warum hat der Stille auch wieder keinen Mentor hier? Auch nicht. Will nicht. Hast du keine Trainingsziele? Doch, hast du wohl. Naja, egal. Egal. Machen wir nochmal ein bisschen hier den Aufstellungsassistenten, weil einer verletzt ist von unserer Mannschaft, der Rölke. So, dann kriegst du halt den Koch. Ja, Julian Koch, das wird jetzt in Überlegung und ich möchte ihn eigentlich für die nächste Saison verpflichten. Da müssen wir nochmal richtig tief in die Tasche greifen. Ja, angestrebt werden da vielleicht so über 1,5 Millionen Euro, die wir da ausgeben müssen. Und das ist natürlich erstmal ein Wort für eine Mannschaft, die aussteigt, die so geringe finanzielle Mittel noch zur Verfügung hat. Und auch in der nächsten Saison, auch wenn wir da ein bisschen was durch den Ausstieg nochmal generieren, dass wir da natürlich das nicht so einfach haben, den Spieler da irgendwie freizuschaufeln. Dennoch passt er gut in den Verein, er ist selber auch sehr zufrieden mit dem Verein und die Fans lieben ihn in dem Sinne. Währenddessen ich hier im Hintergrund noch ein bisschen die Mannschaft noch ein bisschen aussortiere, damit sich das Niveau wieder ein wenig hebt. Das Talentsternniveau. So, ein bisschen Manpower braucht man natürlich. So, da habe ich zum Beispiel den anderen Laroschi da rausgeschmissen, der nur einen einzigen Stern oder zwei Sterne hatte. Und deswegen muss der raus. So, und dann habe ich hier noch ein paar andere rausgeschmissen. Nikola Serra, warum hast du eigentlich keinen Mentor? Will nicht. Er will nicht. Ja. Schauen wir mal. Weiter geht's. Wie sieht's eigentlich da aus in der Mannschaft? Da sind wir noch auf dem Aufstiegspunkt oder Aufstiegsplatz. Aber noch ein paar Spiele zu gehen, ne? Also wir spielen jetzt noch gegen Paderborn da und wie sieht's in der B-Jugend? Sind wir noch dran? Nächstes Spiel ist gegen Unterhaching, also gegen den Absteiger. Sollte doch mal machbar sein, Jungs, oder? Letztes Spiel. Wäre schön, wenn er mal so die Dings nochmal hochgeht. Reserve ist wohl abgestiegen. Wir sehen uns dann gleich in Textmodus wieder. Willkommen zurück. Und wir starten direkt mit dem Tor. Jawollo. Jawollo. Was geht denn jetzt hier? Möglichkeit für den MSV Duisburg. Valerie Domeschös gespielt. Kevin Wolzer, ein Doppelpass. Die Defensive des Gastgebers schaut zu. Der bulgarische Nationalspieler flankt dann von links in den zweiten Pfosten, wo Castrati jetzt lange Eck köpft. Ja, super Einstand. Klar, wir sind ja auch richtig euphorisch. Haben nochmal hier ein paar Jungs reingewechselt. Das sind Bomberheuer ist wieder in der Anfangsausstellung. Ja, Domeschös gespielt für Jasula, der gelb-rot gesperrt ist. Dafür ist dann Pfosten. Dafür ist Zvonko Pamensch dann auch wieder reingekommen. In die Mannschaft, beziehungsweise auf die Ersatzbank. Mit ihm wollen wir nicht, den wollten wir ja nicht haben, er ist ja eh ausgeliehen. Ja, nochmal zur Thematik. Wir sind ja aufgestiegen, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und wir verlängern nicht verlängert wird. Mit Šukalo, mit Jovanovic, mit Berbarovic wird nicht verlängert. Dann noch mit Bajic wird nicht verlängert. Und Antonio da Silva hat uns auch definitiv einen Bärendienst erwiesen, ist aber nächste Saison 35 Jahre alt. Da möchte ich vielleicht jüngeren Spielern, die sich vielleicht sogar auch noch besser entwickelt haben, die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Vielleicht auch Spielern die Möglichkeit geben, die ja noch ein bisschen bessere Erstliga-Erfahrungen gesammelt haben. Das brauchen wir. Wir brauchen jetzt auch erfahrene Spieler und natürlich auch Zukunftsspieler, die uns gehören einfach. Ja, also zu viele Leihen möchte ich nicht anstreben. Ich möchte eher kaufen. Denn es bringt erstmal nichts, Spieler hier irgendwie zur Leihe, sag ich mal, dazu zu nehmen oder zu viele Spieler zur Leihe dazu zu nehmen, weil man leiht quasi nur. Ja, und nächste Saison ist er weg. Ja, da freut sich der Verein, der ihn verliehen hat. Dasselbe möchte ich aber vielleicht auch machen. Denn wir werden noch sehen, wie es im Endeffekt jetzt aussieht in der nächsten Saison. Vielleicht ist so Dustin Bomheuer so eine Möglichkeit oder so ein Fall.
der dann einfach auch da nochmal da ausgeliehen wird, weil er vielleicht eventuell noch zu schwach ist für die erste Liga. Die Thematik ist auch derzeit im richtigen Leben so, dass Dustin Baumheuer nicht verlängert hat bis jetzt beim MSV Duisburg. Währenddessen wir eine Riesenchance in Berlin haben, große Konterchance für den MSV Duisburg, überfallartig stürmen sie jetzt hier nach vorne über und haben Überzahl. Da Silva ist durch und hält nur noch Dost vor sich, versucht ihn zu umgehen und macht sogar das Tor aus dem Spiel. Meine Güte, 13. Tor in der Saison. Weiß nicht, 10 Stück sind reine Standardsituationen, Elfmeter und Freistöße gewesen. Und ja, jetzt hat er es einfach gemacht. So, läuft die Kiste. 600 Minuten kein Tor mehr kassiert. Wunderbar. Das hat auch einen großen Anteil daran, dass wir einfach so gut dastehen, weil unsere Defensive herausragend gespielt hat. Also in 32 Spielen, jetzt sind wir ja im dritten 33. Spieltag, aber in 32 Spielen haben wir nur 16 Gegentore gekriegt. Jedes zweite Spiel nur ein Gegentor. Und das ist auf jeden Fall super. Das hat uns geholfen, uns diesen Aufstieg auch so klar zu machen. Ja, nochmal zurück auf Dustin Baumheuer. Der Werte Dustin möchte oder hat jetzt die Möglichkeit zu verlängern beim MSV, hat aber auch definitiv Anfragen aus der ersten Liga von Mannschaften wie zum Beispiel Werder Bremen, Hannover und so. SC Freiburg ist, glaube ich, auch noch dran. Ich würde an seiner Stelle vielleicht irgendwie sowas anstreben mit mich verpflichten lassen von Werder Bremen und dann zum MSV wieder zurückverleihen lassen, irgendwie sowas im Dreh. Oder zum Zweitligisten wieder zurückverleihen lassen, weil der braucht noch ein, zwei Jährchen, um überhaupt Erstliga zu spielen. So, und das wäre jetzt vielleicht der Entwicklung noch zu früh, ganz ehrlich. Aber das ist im Endeffekt seine Sache. Leider wird er wahrscheinlich den MSV verlassen, gehe ich eher davon aus. Auch wenn jetzt hier Union Berlin wieder ins Spiel kommt, Latte durch Silvio. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, die Jungs aufwärmen zu lassen. Böser Alarich. Vielleicht schaffen es nochmal ein, zwei Spieler da ein bisschen sich warm zu laufen. In ein paar Minütchen nur. So, die Gegner wechseln schon mal fleißig aus. Sieht soweit gut aus. Lassen wir noch ein bisschen laufen. Jetzt sind die Spieler von uns auch warm. André Hoffmann kommt rein für Lache, der eine gelbe Karte gekriegt hat und eine 3,5 nur. Schurkalo kommt rein. Und gehen wir mal Parmic die Chance für Domaschinski, der auch mit einer 3,5 nur da steht. Ja, André Hoffmann zum Glück nicht abgegeben. Derzeit auf der Stärke 71. Ne, mit seinen 19 Jahren das herausragende Talent hier in unseren Reihen. Und ich auf jeden Fall erstligatauglich. Und wir möchten auch, oder ich habe auch mit ihm. Möchte ich weiterspielen, so in dem Sinne. Und ja, dann nächste Saison, wenn er Erstliga gespielt hat. Ja, hat er vielleicht seinen Marktwert, kann er dann nochmal ordentlich steigern. Den haben wir ja auch Angebote gehabt, bis zu 1 Million. Aber zum Glück nicht abgegeben, denn er ist jetzt schon 1,3 wert. So ist es. Ja, das waren Freistoß von Da Silva. Die sind ja immer wieder gefährlich. Die Ecken von ihm eher nicht so. Hoffen wir natürlich, dass wir in der nächsten Saison ein ähnliches Spiel herausholen können, der auch für die Freistöße da genauso gefährlich ist. Weil das ist auch ganz gut, aus dem Spiel einfach mal ein paar Freistöße zu verwandeln. Falls mal das Spiel nicht so läuft oder mit spielerischen Mitteln man nicht durchkommt, dass man einfach durch Standardsituationen da nochmal Gefährlichkeit aufbauen kann. Hier kriegt der Bosinski gelb, wunderbar. Weil er den Zundi umgehauen hat. Sieht soweit gut aus. Wir führen 0 zu 2 gegen Union Berlin. Sind schon wieder im Angriff. Das ist eine hochkarätige Chance. Lassen wir aber leider liegen. Parmic spielt zu Castrati. Und dann verschießt er aber den Ball. Oh, und es muss ja wieder die obligatorische Glanzparade reinkommen vom gegnerischen Torhüter, in diesem Fall der Haas. Brosinski sucht Kevin Wolze, trifft den Ball nicht richtig, vollkommen unkontrolliert gelangt die Kugel dennoch zu diesem, aber der Mittelfeldspieler kann den Ball trotzdem stoppen und scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus 1 Meter am glänzend reagierenden Daniel Haas. Aus 1 Meter.
Alter, da macht er den nicht rein. Ist ja nicht zu fassen. Ist ja nicht zu glauben. Kann man den aus 1 Meter daneben schießen oder den Gegner, den Torwart anschießen? Naja. Ja, jetzt versuchen sie es mal ein bisschen mehr mit Abseits hier. Aber es wird Union Berlin nicht wirklich helfen. Wie es ist, ich würde sagen, das Spiel ist gelaufen. Ob es jetzt 2-0 oder 2-1 ausgeht, relativ egal. Abdullah kassiert hier nochmal die gelbe Karte. Mit ihm haben wir ja auch verlängert. Kriegt hier auch im Spiel wieder eine 1,5. Also herausragende Leistung von Celal Abdullah in dieser Saison. Nächste Saison spielt er dann Erstliga. Also da haben wir aus der Not, wie gesagt, eine Tugend gemacht und haben da Spieler reingeworfen, die da einfach auch sich hervorgetan haben, die Chance ergriffen haben. Und ja, sieht auch wunderbar aus. Spieler, bester Spieler auf unserer Seite. Goran Šukalo eingewechselt. Zvonko Paramec hatte auch eine 1,5. Abdullah Bomheuer 1,5. Das freut mich besonders. André Hoffmann leider nur eine 4. Ja, 78 Punkte. Wir haben wieder ein bisschen Punkte gut gemacht in dem Sinne gegen Köln. Hertha und Köln wechseln mal wieder die Position. Ja, also es ist noch ein bisschen der Ausstiegsring ist, wird sich am letzten Spieltag entscheiden, weil nur noch 67, 66 und 65 Punkte haben. Die haben ein sehr gutes Spiel gemacht und gleich versucht, den Gegner unter Druck zu setzen und haben das auch fast 90 Minuten geschafft. Der einzige Vorwurf, den man machen kann, dass wir ein paar Tore zu wenig geschossen haben. So sehe ich das auch. Also wir hatten ja auch noch zum Schluss zwei, drei hochkarätige Chancen und haben die nicht verwertet. Da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und 5 Spieler von uns kommen in die Mannschaft. Ist ja nicht zu fassen. Ist ja nicht zu fassen. Richtig gut. Das dem Momoya auch reingefallen. Euphorisch, dadurch seine Stärke auf 67, genau wie Kevin Wolze, der schon auf einer 75 im euphorischen Zustand ist. Krass, wunderbar. Haha, anscheinend hat er auch noch mal hier an Erfahrung dazu gewonnen. Goran Šukalo, ja, 70, aber halt glücklich noch. Und der Parmic ist auch noch mit reingekommen, ist aber auch eh ausgeliehen, deswegen relativ egal. Ja, Teamleistung war hervorragend. 773 Stärke, das, wenn man das am Anfang der Saison gesehen hat, haben wir uns da natürlich auch durch Euphorie und durch Mannschaftsgefüge hervorgetan. Felix Wiedwald ist wieder weiterhin vorweg. Und in der Wertung sieht es auch gut aus. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder.